Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ich lasse hier schon mal gerade die intelligenten Beschichtungen durchlaufen für das Upgrade, weil ich glaube, das ist das einzige Mal, dass wir diese Beschichtung überhaupt brauchen werden. Von daher mache ich das gerade aus unserem Lager. Ich habe sie auch mal geboostet, das heißt, wir kriegen 5 Stück die Minute. 5 Stück die Minute, 10 Minuten, 50 Stück, 300 pro Stunde. Also es dauert ein bisschen. Gut, aber wenn ich mir das nochmal so angucke, eigentlich wollte ich Stahlbeton mit euch machen. Ich habe nur, der Maximalverbrauch liegt bei 615. Wir haben nur eine Kapazität von 600. Das heißt, wir müssen erstmal den Strom aufpushen. Ich habe leider keine andere Wahl. Da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen ranmachen. Die nehmen wir mit und dann sind wir voll. Sehr gut. Und bevor wir das aber machen, wollte ich zusammen mit euch hier das Lager schon mal weitermachen, damit wir immer alles hier haben, damit ich nicht hin und her laufen muss. Für die Stahlträger und für Stahlrohr. Das Ganze will ich relativ simpel machen, indem ich einfach auf einem quasi Sushi-Belt das hier herlaufen lasse und damit im intelligenten Splitter teile. Ganzen Spaß kann man mit Schmieder Stahlbeton auch noch machen. Ja. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen die Produktion ankurbeln von unserem Stahlbeton. Dazu habe ich bis da oben sozusagen schon mal die Bänder auf MK3 gemacht. Und dann müssen wir oben das Kohleding einmal auf MK2 machen. Den Kohleminer quasi. Sonst kriegen wir das nämlich nicht hin. Ja, versteht. Das müssen wir das Ganze natürlich auch mit Gedöns machen, wie heißt es, mit Eisen, und dann können wir da noch ein bisschen mehr die Produktion erhöhen. Das ist zumindest gerade mein Plan. Also es steht noch einiges an, was wir zu tun haben. Aber erstmal wichtig, gleich den Strom kümmern, jetzt nur erstmal das Band schnell einmal rumlegen. Das wird erstmal einmal wild hier durchgelegt. Einmal wie wild hier hin. Wir machen mal einen Fusionator. Dann machen wir erstmal ein MK2-Band hin. Und mit einem MK3-Band führen wir das Ganze nach Hause. Es geht schon wieder los. Hallo? Och Mann. Ich meine, der Weg ist nicht ewig lang, aber trotzdem versuche ich Wege zu sparen, die ich halt verlaufen muss, damit ich da in der Base halt Sachen machen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, bis dahin. Dann einmal hier hin. So. Sollten wir dann irgendwann mal ein Lager haben, wird das hier nochmal alles umgebaut. So, dann haben wir es gleich zumindest bei uns. Es ist geil, dass es halt nur einen so ein Stahlding braucht. So. Dann brauchen wir jetzt einen intelligenten Splitter. Für diesen Splitter brauchen wir ein. Wo ist es? KI-Begrenzer. Da brauchen wir den Draht für. Ja, habe ich noch. Du. So, Splitter. Wir könnten auch die großen Container machen. Lass uns doch einfach mal anfangen mit den großen. Warum nicht, ne? So, Logistik. Intelligenter Splitter.
Dann haben wir einmal das, einmal das. Also nach rechts raus. Stahlträger. Mitte raus. Stahlrohr. Und links der Überschuss. Spezial Awesome Shredder. So, dann läuft das zumindest rüber. Okay, ich packe noch ein paar Sachen ein und dann würde ich sagen, machen wir oben gleich den Strom weiter. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Jetzt haben wir zumindest schon mal alles hier. Und dann machen wir gleich den Strom weiter, okay? So, da sind wir schon bei der Kohle angekommen. Das ganze Ding müssen wir jetzt quasi duplizieren. Ja, wir hatten hier 2, 4, 6, 8 Kraftwerke. Und den Spaß darf ich jetzt nochmal aufbauen. Das wird natürlich super witzig. Vom Platz her, ob das reicht oder nicht. Das wird jetzt auch nicht schön, weil ich werde niemals bei den Kraftwerken bleiben. Das wird wahrscheinlich alles nochmal umgebaut. Von daher müsst ihr euch den Kopf machen, weil das, wenn das jetzt hässlich wird. So, fangen wir doch mal an. 8 Stück hätte ich ganz gern. 1, 2. Ach, shit. Jetzt fehlt auch noch Beton. So, 2 habe ich. 3. Oh, ist das denn ernst? Meine Güte. Sieben. Acht. So. Fünfzig Kubikmeter Wasser, 300 gehen durch. Wer hat das hier gelöst? Das war auch 8. Also wir werden jetzt den Miner dafür nutzen. Den neuen alten. Wann habe ich denn das gemacht? Oh, das ist der Miner von unten. Ups. Wir machen hier nochmal Licht an. So. Gut, machen wir erstmal. Erstmal das Schlimmste von allen. Nein, das Schlimmste nicht, aber Splitter. Was soll denn das? Ist falsch gestellt. Was soll denn das bitte? Warum zeigt er mir an? Das nicht passt.
Selbst das ist nicht gerade. Mal feststellen. Was an? Das ist ja mal gediegen diesmal. Okay, juckt mich erstmal nicht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 2, ja. Sorry, aber das raff ich gerade einfach nicht. Warum das mal wieder so einfach rumbackt? Aber nur gut. Wir freuen uns mit an. So, MK2-Band. MK2-Band. 2-Band. So, dann kann die Kohle da reinfließen. Dann müssen wir uns nur noch um das Wasser kümmern. Und wir können jeweils 3 Stück pro Pipeline machen. Das heißt, wir brauchen 3. Ja. Bis dahin. Weg. Einhundert, 200, 300. Na! Das heißt, bis hierhin. Reicht das? Oh ja. Es snappt doch nicht rein. Schade eigentlich. Na gut, dass man nicht so wild. Hauptsache der Strom läuft. Das ist halt das Wichtige. Okay. Gut, lass erstmal unten anarbeiten. Hoch. Da wäre ich gerne oben drauf. Nicht ins Wasser. Jetzt bin ich nass. Gut. 1. Was? Da ist ein Felsen. Jetzt habe ich nicht genug Beton dabei. So.
2. Okay. Dann halt so rum. Ah, Gott, ist das alles kompliziert. 1. Okay, blau anmalen, zack, 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 zack. Muss ich es da oben drauf bekommen? Ah, es fehlt Beton. Du ahnst es nicht. So. Der ist voll, das heißt, wir brauchen hier die Pumpe. Dass auch das Wasser hochgeht. Das läuft voll. So. Dann darf man den Spaß noch mal machen. Hierfür. Spiel. Spiel nicht so jetzt. Ja, ich sehe nichts.
Okay, MK1-Pumpe in die Richtung. Hoffentlich reicht das. Versuche ich halt noch mehr Pumpen aufstellen. Also, Leute, das ist halt super hässlich gebaut, ne? Aber macht euch keinen Kopf. Das wird so hässlich bleiben. Nein, ich glaube nicht, aber... Irgendwann bauen wir das auch nochmal um. Ich glaube, diesen Satz habe ich beim letzten Mal auch öfters gesagt, ne? Ja, hier kommt kein Wasser an. Haben wir aber noch freie Stromkapazität. Es fehlt viel Beton. Also hier ist es voll. Da ist auch voll. Hier läuft es voll. Okay, also die sind voll gelaufen. Voll mit Wasser. Das heißt, die kann ich schon mal anstellen. Ich habe keinen Treibstoff rein, weil ich natürlich hier wieder kein Band hinkriege. Aber super. Super organisiert. Mann, Mann, Mann. Okay, schließen wir es an. Damit nicht der Strom zusammenbricht. Das wäre so das Fatalste, was uns passieren könnte. Oh Gott, dieses... Die sind fast voll. Okay, sehr schön. Damit 1050 Megawatt. Dann müssten wir nicht 1200 haben. Ah doch, 1200. 1050. Alle grün. Alle grün. 1200.
draußen. 200. Okay. Gut, wir müssen jetzt den Stahlbeton von unten holen. Dann machen wir hier oben die Kohle fertig und dann können wir zu den Stahlträgern gehen. Dass wir die schnell mal fertig machen. Einfach nur schnell aufstellen, dann können wir es mit das Förderband machen, dann läuft das wenigstens hier in die Base rein. Weil ich brauche sie halt einfach. Du gehst jetzt erstmal weg, du hast mir eben schon Schmerzen verursachen wollen. Und das solltest du nicht. Oh Gott. Ja, ja, Entschuldigung. Am Fixed-Eigentum wieder Schaden verursacht. So, wir brauchen nur noch zwei Miner. Das kann weg und das kann weg. Wir sollten Beton mitnehmen. Eins. Zwei. Wir stellen mal vier her. Ne, sechs. Schubidubidu. Wo ist das? Stahlbeton. Fehlt noch irgendwo was? Den Rest habe ich, ne? So, dann gehen wir da schnell nach oben. Ja, vielleicht stelle ich einfach gleich grob nur Stahlbeton auf. Und dann verdopple ich einfach die Produktion gleich noch. Da ist ja nichts viel, das habt ihr jetzt auch mal schon mal gesehen. Das sollte nicht so schwierig sein, hoffentlich. Wenn doch, schalte ich euch gerne nachher nochmal dazu. Aber das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Wichtig ist jetzt, dass wir Stahlbeton kriegen. So, du bist der Neue. MK3. MK3. Sehr schön. Bis hierhin hatte ich das nämlich gemacht. Okay, wir kommen jetzt hier am schlauesten runter. Hat das letzte Mal geklappt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das klappt. Hat ein bisschen Schaden verursacht, nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens wieder etwas geschafft. Chrom erhöht. Die Sachen in der Base. Stahlbeton dann auch in der Base. Hoffentlich bald. Dann kann das erstmal volllaufen und dann könnte man sich Gedanken machen, wie ich mir jetzt dann mal anfange, so mich ums Lager zu kümmern, um meine Base an sich. Ich habe mir so gedacht, da vorne sieht es ja relativ flach aus. Vielleicht nutzt man dieses Riesengelände, um da was richtig Krasses hinzuklatschen. Nur so als erste Idee. So. Also, Stahlbeton. Wir haben hier die Stahlträger. Achso, ich wollte noch... Ah ne, Stahlbeton. Wir müssen das Stahlbeton machen. Stahlträger. Die kriegen wir hier raus. Das ist nicht so wild. Da können wir ja mal einen Splitter ran machen. Und legen den... Oh. Wenn ich es richtig rumlegen würde, passt das auch. Uns noch den Strom dazu.
Stahlbetonträger. Genau, Stahlträger 18. Und jetzt brauchen wir Beton an sich. Ne, Beton an sich mache ich mit einem Constructor. Dann mache ich Beton 15 die Minute. Und ich brauche 36. Oh, oh. Dann machen wir es doch so. 1, 2, 3. Copy, paste. Paste. Einmal Fusionator. Splitter. Sind irgendwo weit da vorne. Also wir nehmen uns einmal Strom mit. Machen den kleinen Keiler hier weg. Ach ja. Alles nicht so einfach, ne? Man nimmt sich Kleinigkeiten vor und dann endet das in einem riesen Komplex. Ist denn das überhaupt normal? Kriegen wir 60 raus. Lass gleich mal das Zweierband hinlegen. Oh Gott, ich brauche 90, 125. Naja. Dann müssen wir gleich einen MK2-Miner machen, sobald ich hier den ersten Stahlbeton habe. Na, ich lasse es erstmal hier. Dann kann ich hier noch gleich MK2-Miner machen. Und dann wird nochmal die Produktion erhöht. Und dann würde ich halt die Produktion hier von den Stahlträgern auch nochmal erhöhen. Mal gucken, wie ich es mache, wie rum. Vielleicht baue ich das gleich nochmal woanders hin. Das werde ich dann sehen. Aber wie gesagt, ist nichts mehr Großes. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann am Morgen wieder. Und dann geht's weiter. Bis dann. Ciao, ciao.